Moin Leute, der letzte Teaser wurde eben gepostet für die morgige Season und es ist diesmal kein Bild, sondern ein ganz kurzes Video. Wir schauen mal ganz kurz rein. Okay, also wir sehen quasi eine Explosion, also die Explosion der Kugel im Loot Lake und Jonesy, also No Skin, der davon wegrennt. Und der Text von diesem kurzen Videoclip hier vorne sagt Zero In, beziehungsweise im Deutschen steht, finde den Ursprung. Und ich denke mal, das deutet schon irgendwie darauf hin, dass wir in der Zeit zurückreisen, weil Donald Mustard hat das auch retweetet, mit einfach nur mit der Zahl 0 und er hat seine Location auch verändert, sodass er, dass da nur Nullen stehen, also Season 0 vielleicht. Und ich denke mal, dass wir wirklich zu dem Ursprung zurückkehren, das heißt Season 0 oder zumindest Teile davon wiederbekommen werden. Es gibt zwei Theorien, also ich habe zwei Theorien. Einerseits, dass wir, wie gesagt, in einem Paralleluniversum sind, wo viele Sachen vermischt sind, also viele Sachen aus den verschiedenen Seasons, das heißt, irgendwelche Sachen aus Season 0, Season 1, Season 5 und so weiter, gerade diese Skins mit dem Drift und so weiter, oder dass wir jede Woche eine neue Season spielen werden, das heißt, wir fangen bei Season 0 an und jede Woche ändert sich die Karte so, dass wir eine Season fortschreiten und sich das Ganze dann aber in einer anderen Timeline verändert. Also nicht so, wie wir es jetzt haben, sondern irgendwie ein bisschen anders vielleicht. Wer weiß. Also das sind auf jeden Fall die Theorien, die momentan, also die ich jetzt aktuell habe. Ansonsten wüsste ich nicht, was passieren soll. Ansonsten gibt es noch ein anderes Bild, was gezeigt wurde, und zwar dieses hier. Das ist das chinesische Teaser-Bild von gestern. Und auf der linken Seite sehen wir einen anderen Skin. Also nicht diesen Totenkopf-Skin, sondern diesen hier mit der Maske. Und das hat einfach nur den Hintergrund, weil in China ist es verboten, Totenköpfe oder Skelette zu zeigen. Deswegen haben die hier einfach einen anderen Skin oder zumindest einen ähnlichen Skin, ohne dass man jetzt einen Totenkopf sieht oder sonst irgendwas. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Style sein, den wir freischalten können oder den Style, den dieser Skin hat oder wie auch immer. Bei denen ist es einfach verboten. Genauso ist es bei dem mit dem Piraten-Skin, der so als Skelett dargestellt ist, haben die zum Beispiel auch nicht. Skull Trooper haben die dort zum Beispiel auch nicht und so weiter. Das ist einfach der Grund dafür. Und ansonsten bin ich mal hier kurz ins Game reingegangen. Und die Kugel sieht hier so aus. Also die ist im Game noch nicht explodiert, aber sie ist sehr stark am Pulsieren. Man könnte davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall morgen soweit ist und explodieren wird. Und ich denke mal, dass wir morgen zum Start der Season auf jeden Fall ein größeres Video sehen werden, was hier alles passiert, dass das Ganze nochmal explodiert und wir eine Map-Veränderung sehen werden. Leute, ich weiß es nicht. Das ist jede Season immer wieder aufs Neue maximal verwirrend, was passieren wird. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, bin ziemlich gehypt auf die neue Season, vor allem wenn es zurückgeht in die Vergangenheit. Da könnten ziemlich coole Sachen passieren und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich beim Battle Pass supporten würdet. Wenn ihr meinen Creator-Code benutzt und den Battle Pass euch gönnt, unterstützt ihr mich dabei. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der dort mitmacht. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu der neuen Season 10, Season X. Dankeschön fürs Einschalten. Haut rein.